Was ist Entpolitisierung? Hier haben wir im Endeffekt zwei unterschiedliche Möglichkeiten bzw. zwei Kontexte, in denen dieser Begriff verwendet wird. Zum einen geht es darum, dass sich Bürger nicht mehr am politischen Leben beteiligen. Das bedeutet also, sie bewerten das Private höher als die Beteiligung am politischen Leben. In diesem Video soll es aber vor allem um die zweite Bedeutung des Begriffes gehen. Und das bedeutet eben das Bestreben, ein Thema aus dem politischen Prozess, sprich aus der politischen Meinungsbildung und Ähnliches herauszuhalten. In einer Demokratie könnte man dann sagen, dass das bedeutet, ein Thema dem demokratischen Prozess zu entziehen. Es gibt unterschiedliche Strategien, die verwendet werden können, um zu entpolitisieren. Hier können wir beispielsweise unterscheiden einen Traditionalismus, einen Fundamentalismus und ja auch Technokratie. Es gibt also unterschiedliche Wege bzw. Möglichkeiten, um ein Thema ja dem politischen Prozess ein Stück weit zu entziehen. Diesen Strategien ist in der Regel gemein, dass sie immer von einer absoluten Gewissheit sprechen und ausgehen häufig bzw. diese vorgeben und ganz häufig dann eben ja von Alternativlosigkeit sprechen. Also wenn ein Politiker, wenn Personen von alternativlos sprechen, dann sollte man immer hellhörig werden. Schauen wir zunächst mal auf den verabsolutierten Traditionalismus. Das bedeutet, dass Fragen des Zusammenlebens ja entsprechend begründet werden auf Grundlage traditioneller Werte, Normen und Regeln. Und die werden eben als solche deklariert und damit wird eben gesagt, dass diese Regeln des Zusammenlebens, die ja eben traditionell sind, dass diese überhaupt nicht diskussionswürdig sind. Man sagt also, absolute Gewissheit, das ist traditionell so, das wird dem politischen Prozess entzogen. Eine weitere Strategie zur Entpolitisierung, das ist die Technokratie. Hier bezieht man sich auf Fachwissen. Und dieses Fachwissen wird dann als Legitimation genommen, um zu sagen, naja, es gibt eine absolute Gewissheit. Es ist ganz klar, das Fachwissen gibt diese Lösung vor und dementsprechend ist das Thema überhaupt gar nicht diskussionswürdig. Denn das Fachwissen legitimiert ja die entsprechende Entscheidung, die entsprechende Vorgehensweise. Das heißt, auch hier ist schnell wieder das Wort gesprochen, alternativlos, denn man sagt eine absolute Gewissheit und bezieht sich dabei eben auf Fachwissen, beispielsweise von Wissenschaftlern. Die dritte Strategie, auf die wir jetzt noch kurz schauen wollen zur Entpolitisierung, das ist ja Fundamentalismus, unterschiedlicher Art natürlich. Hier bezieht es sich dann eben nicht auf das Fachwissen, wie jetzt beim Technokraten, sondern hier werden andere Dinge zugrunde gelegt als Begründung, warum Dinge gar nicht diskussionswürdig sind, weil absolute Gewissheit besteht. Religiöser Fundamentalismus sagt dann also bzw. bezieht sich eben auf religiöse Gewissheiten und damit ist es halt dann aus dieser Sicht nicht mehr notwendig, Dinge einen politischen Prozess durchlaufen zu lassen. Auch wäre hier zu nennen der ja, Marktfundamentalismus, also dass man sagt, der Markt regelt wirklich alles selbstständig. Man muss nie angreifen, zum Beispiel in Wirtschaften und auch das wäre also eine absolute Gewissheit. Auch hier eine Entpolitisierungsstrategie. Spannend ist jetzt natürlich abschließend noch, was die Motivation ist, solche Entpolitisierungsstrategien anzuwenden. Einerseits ist natürlich denkbar, dass jemand einfach sein Interesse schnell durchsetzen möchte. Er erklärt also diese Entscheidung für ja überhaupt nicht diskussionswürdig, für alternativlos. Eine weitere Option, warum man so etwas anwenden könnte, wäre, dass man eben den politischen Prozess, vor allem einen demokratischen Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt, abkürzen möchte aus zeitlicher Perspektive. Ansonsten ist es natürlich auch noch so, dass ja Ambiguitätstoleranz bei Menschen unterschiedlich stark vorhanden ist, sprich die Fähigkeit, Unsicherheit auszuhalten. Es gibt also ja eine unterschiedliche Ausprägung, in der Menschen es aushalten können, dass es eben zu manchen Themen keine eindeutige Gewissheit gibt. Und auch hier ist es natürlich so, wenn ich nicht sonderlich ambiguitätstolerant bin, dann suche ich natürlich eine schnelle Lösung, eine klare Gewissheit. Und das kann ich dann eben auch tun, beziehungsweise das kann ich befeuern, indem ich dann Entpolitisierungsstrategien einsetze.